Hey, ihr Pressmann, und willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir spielen jetzt das letzte Level in Episode 4. Episode 4. Eine neue Hoffnung. Kapitel 6. Rebellenangriff. Nachdem sie die Pläne des Todessterns endlich in den Händen hält, plant die Rebellenallianz einen verzweifelten Angriff auf die imperiale Raumstation. Doch ein versteckter Peilsender am rasenden Falken hat Darth Vader zur geheimen Rebellenbasis auf dem Mond Yavin 4 geführt. Schon bald wird der Mond in Reichweite des Superlasers des Todessterns sein. Die Hoffnung der gesamten Galaxis ruht auf den Schultern einer kleinen Gruppe furchtloser Piloten. Punkt. Punkt. Okay, cool. Wir greifen jetzt also den Todesstern an. Den Todesstern? Ja doch, den Todesstern natürlich, nicht den Sternzerstörer. Und, das ist eine relativ coole Szene im Level, ist aber, relativ, naja, geht so Level. Aber trotzdem irgendwie, es macht's, Spaß, weil es einfach Lego Star Wars ist. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen darüber, wie denn die, Szene damals gedreht wurde. Und zwar wurde das von einer, also das Modell wurde so auf einer quadratischen Wand, glaube ich, aufgebaut. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Wurde da auf einer quadratischen Wand aufgebaut. Und die Special-Effekte wurden so gesehen über echte Explosionen gemacht. Dann halt echt so mit den Modellen und so. Das war halt ganz cool. Und ILM, die von ILM, in Industry for Light and Magic, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Die waren... Scheiße. Das ist eine von George Lucas gegründete Firma für, naja, Special Effects. Und die hat unter anderem halt auch die Special Effekte für Star Wars damals gemacht. Und die hingen ziemlich im Zeitplan hinterher. Die waren sehr schlecht dabei. Also die sind schlecht mit der Zeit zurechtgekommen, die George Lucas ihnen gegeben hat. Und deswegen war es sogar kurzzeitig... Also kurzzeitig haben die daran gezweifelt, das Projekt wirklich noch zu realisieren zu können. Ah, das ist nicht ganz richtig, das weiß ich, aber ich blende euch hier, also ich kann das ja im Schnitt dann nochmal einblenden, wie das denn richtig heißen muss. Weil es ist nicht ganz richtig, was ich gerade sage. Deswegen achtet mal auf die Texteinblendungen, sind vielleicht ein paar mehr, aber ich werde sie extra lange einblenden, damit ihr auch schön nebenbei lesen könnt. Und dann müsst ihr halt mal gucken, wie ihr das macht, dass ihr vielleicht mehr auf den Text achtet als auf mein Gebrabbel. Okay, wir müssen jetzt noch diesen letzten Generator da zerstören. Scheiße, ich bin tot. Ein Kumpel von mir hat mal behauptet, er würde Blut sehen, wenn die ganzen X-Wing und Y-Wing explodieren würden. Aber ich muss zugeben, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Egal, wie häufig ich darauf achte. Okay, ist das ein Päckchen? Tatsache. Das ist ein Päckchen, cool. So. Ist auch wieder gut, man zerstört den Todesstern, dann kriegt wieder dafür Geld, Alter. Wenn das mal in echt so gewesen wäre. Han Solo hätte auch seine Belohnung komplett verzichten können. Wo sind hier Torpedos? Hallo.
Teil brauche ich noch. So, dann müsste es, glaube ich, auch gleich in den Graben gehen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe das Level auch schon ganz lange nicht mehr gespielt. Das ist nämlich eigentlich nicht so mein Lieblingslevel. Aber irgendwie macht es doch ganz Spaß, finde ich. So, also viel kann jetzt vor dem Graben nicht mehr kommen. So. Ah, er kann nur 3 aufnehmen. Gut zu wissen. Hier gibt es doch bestimmt eine zweite Maschine, ne? Ja. Okay. Das sieht gut aus, das sieht echt gut aus. Also ich habe jetzt gerade vom Baron Jedi gesprochen. Mehr mit mir selbst als mit euch, deswegen Entschuldigung. Ich glaube, ich habe noch nie den Baron Jedi geschafft in dem Level hier. Ist also auch eine Premiere für mich. So, wie viele brauche ich denn noch? Ah, perfekt. Ein bisschen blöd gemacht, halt, dass das Geld nicht direkt auf mich zufliegt, sondern ich das selbst einsammeln muss. So, jetzt fliegen wir in den Graben. Interessant finde ich in dem Film auch die Tatsache, dass sie bei der Besprechung gesagt haben, sie müssen diesen Graben in Bodennähe durchfliegen. Und die haben den einfach direkt gefunden, weil das wird ja bestimmt nicht der einzige Graben sein. Deswegen hat mich das immer ein bisschen gewundert. Okay. Ja, wir brauchen doch bestimmt ein paar mehr Torpedos, oder? So. Ah, Mann. Okay. Ich komme hier eh nicht unbeschadet raus, also... Geil. Okay, und da haben wir wieder alle 3. So. Ist jetzt ein bisschen stressig vielleicht beim Zugucken mit den ganzen Drehungen, aber es ist gut, dann kann ich den Schüssen nämlich besser ausweichen. Wobei diese Schusssache jetzt nicht mehr das größte Problem sein sollte. Oh Gott, hier muss ich wohl ein paar Mal hin und her fliegen. Ein paar Mal hin und her fliegen. So. So. Hier kommen die ganze Zeit Tausender raus, ey. Hier gibt es richtig Belohnung für. So. Okay, das hätten wir geschafft. Dann müsste ich ja theoretisch jetzt nur noch den Dings treffen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so rauszöger. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Wahnsinn, ich hatte das Level viel, viel länger in Erinnerung. Episode 4 abgeschlossen, Super Story freigeschaltet. X-Wing. X-Wing. Keine Ahnung. Y-Wing. Genau, den hätte dann der zweite Spieler geflogen. Wahre Jedi, 100%.
Steine gesammelt. 1.100.567.880. Minikit. Das könnte die Miniaturausgabe von Darth Vaders Flieger sein, mit dem er uns verfolgt hat. Ja. 46, ja, stand da gleich, ne? Storybanden. Klaro. Prozent. Alles klar, das wär's dann für diese Folge. Übermorgen geht's weiter mit Episode 5. Haut raus, bis dann und tschüss, ihr Prismen.